Hallo zusammen, hier ist Sam und Michael Alex von Avenger. Ihr kennt uns schon aus vergangenen Videos. Wie ihr bereits wahrscheinlich mitbekommen habt, ist aus Jira Service Desk seit dem 9. November Jira Service Management geworden. Was bedeutet das? Was bringt Jira Service Management eigentlich alles mit sich? Um uns allen einen Einblick in die neuen Funktionalitäten von Jira Service Management zu verschaffen, schauen wir uns mal gemeinsam ein Video von Atlassian hierzu an. Let's start with a typical service lifecycle of plan, deliver, and operate. Within those activities, you have common practices such as demand, change, and incident management. Up to now, Jira Service Desk and Opsgenie work cooperatively to fulfill those practices. Now Jira Service Desk and Opsgenie will become part of a single package, that is, Jira Service Management. That package will, just as it does today, be centered in our broader application suite to not just deliver a more robust IT service management experience with things such as asset, configuration, and knowledge management, but also deliver a better service management and DevOps experience overall with companion apps such as Bitbucket, Jira Software, and Jira Align. Habe ich das gerade richtig verstanden? Die ganzen Dinge kommen hinzu? Das ist alles Jira Service Management jetzt? Ja, das ist ein großer Vorteil, weil meistens, wenn wir Jira Service Desk vorher verkauft haben, um halt eine komplette ITSM-Lösung aufzubauen, brauchten wir Insight für das Asset Management beispielsweise. Viele Kunden hatten auch schon Opsgenie, um ehrlich zu sein, für das Incident Management, um die Leute zu benachrichtigen, wenn es halt zu Problemen mit Servern beispielsweise kommt. Also von daher ist das eigentlich super, weil jetzt haben wir das direkt in einer Lösung. Moment, heißt das, wir haben Opsgenie und Insight schon integriert in Jira Service Management? Genau. Das heißt, wenn du vorher das, oder vorher musstest du es separat kaufen, jetzt, wenn du Jira Service Desk, jetzt Service Management kaufst, ist Opsgenie mit drin. Das heißt, du brauchst es nicht separat zu kaufen und wenn du Opsgenie haben willst, so gesehen, kannst du halt direkt Jira Service Management kaufen und hast es dabei. Ja, aber was ist mit Insight Asset Management? Ist das auch mit dabei? Ja, das ist, wird jetzt integriert. Das heißt, in der Cloud ist es jetzt immer noch separat, gerade noch. Aber bis Mitte des Jahres, also Mitte nächstes Jahres, wird das komplett integriert sein. Das heißt, wenn du jetzt das gekauft hast, brauchst du es dann auch in Mitte des nächsten Jahres nicht mehr zu kaufen, separat. First, you have our new top or horizontal nav, which makes it easier and faster to reach those common places that an agent or an admin needs to execute their work. Next, you have the Your Work View, which is an available new homepage that shows the work that you recently worked on, viewed, been assigned to, or starred. Das kennen wir doch eigentlich irgendwoher, ne? Die Topbar, die Navigation in der Form. Die ist auf Data Center oder Server ja schon immer vorhanden gewesen. In der Cloud hatte man versucht, ein anderes Konzept zu probieren und hat jetzt so gesehen diese Topbar noch weiter optimiert. Das heißt, das, was wir von Server kennen, ist nochmal optimierter. Das heißt, vorher oder in Server haben wir nur 3-4 Buttons. Hier in der Cloud haben wir viel mehr Buttons, die auch viel mehr Sinn machen. Zum Beispiel kannst du direkt das Team managen. Ich finde es cool, dass es optimiert in dem Fall heißt intuitiv. Denn vorher, also ich persönlich fand das immer ein bisschen blöd, dass größere Unterschiede da waren. Das heißt, man musste sich eingewöhnen, wenn man mit Server gearbeitet hat, dass da bestimmte UI-Elemente anders sind, beziehungsweise anders aufgebaut sind oder sich irgendwo anders befinden. In dem Fall scheint es so zu sein, als hätte man das Ganze angeglichen. Und ja, also. Sieht gut aus. Wir schauen jetzt auch mal weiter rein, was es noch so gibt und mal sehen, was uns so überraschen wird. Now let's talk about bulk record updating, a very exciting feature that we know numerous customers are going to love. You'll note that once you select a record or multiple from a queue, a menu of options appears at the top of the queue. From that menu, you can do things such as link those records to another record using your link type of choice, put an internal or external comment on those records, assign those records, transition those records to a new status, and I'd also note that if you happen to select records with multiple issue types, it'll let you know that as well, so that you're only using statuses that exist for a particular type of issue. And lastly,
you can bulk delete records. I'm sure you'll agree that whether you're an agent or a manager, this feature will greatly improve productivity for anyone who manages a queue of work. Mega. Das ist richtig geil. Also musst du nicht in jedes einzelne Ticket reingehen, um das Gleiche auszuführen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er hat ja gesagt, guck mal, wenn du da Tickets vom anderen Typ hast, also einen anderen Workflow, dann zeigt er das auch direkt an. Das heißt, hier wurde wirklich nachgedacht, was brauchen die Leute und wie können sie schnell und einfach damit arbeiten. Ich bin mir sicher, dass hier einige Zuschauer sein werden, die sich denken, okay, krass, das habe ich schon immer gebraucht. Wie sieht es denn aus deiner Perspektive aus? Ja, das ist eines der Probleme, die ich ganz oft habe. Wir hatten ja ähnliche Fähigkeiten schon in dem Server und in im Datacenter. Da hatten wir das Problem, wenn wir verschiedene Datentypen haben in dem Fall, konnten wir den jeweiligen Change, den Bulk Change in dem Fall, triggern, aber haben dann gegebenenfalls nicht mal eine Fehlermeldung bekommen. Weil der Teil, der abgearbeitet werden kann, wird abgearbeitet. Der Teil aber, der einen anderen Issue-Type und somit gegebenenfalls einen anderen Workflow hinterlegt hat, der wird dann einfach ignoriert, was grundsätzlich in Ordnung ist. Aber da fehlt eine Rückmeldung. Als Administrator vor allem, als Admin weiß man, was da passiert und dass da gewisse Issue-Types übersprungen werden gegebenenfalls. Trotzdem ist es eine Erweiterung. Ich meine, das ist eine Weiterentwicklung, Optimierung. Das ist, ich halte es da. Wie ihr merkt, Michael ist sehr technisch bei uns versiert. Also wenn ihr technische Fragen habt oder unter euch ein paar Technik-Gurus sind, könnt euch jederzeit an Michael wenden. Der ist auch unten im Video entsprechend verlinkt, um ihn zu kontaktieren. Also falls ihr da die technischen Fragen habt, das ist euer Mann. Das Geile finde ich hier, hast du das gesehen mit den Kommentieren, dass du mehrere Tickets gleichzeitig kommentieren kannst? Ja, aber das ist ja so ein bisschen Fake-Commenting, oder? Wenn du es machst. Das ist dieser Klassiker, ich habe keine Zeit, aber du musst jetzt nicht in alle Tickets reingehen, sondern kannst sagen, hey, diese Tickets. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Das würde man, wenn man die Möglichkeit hat, was NG ausschalten. Aber die Möglichkeit ist grundsätzlich, dass sie gegeben ist, ist gut, aber du willst grundsätzlich nicht, dass jemand dahin geht und sagt, oh, ich will diese 20 Tickets direkt mit einem Kommentar belegen. Von wegen, ich habe meinen Job getan, habe mir ein bisschen Zeit gekauft. Also es darf nicht missbraucht werden. Das ist so wie viele Dinge im Leben. Ja, genau. Man hat Funktionen, man sollte sie nicht missbrauchen, bewusst oder verantwortungsbewusst damit umgehen. Du baust dir ja die eigenen Queues. So, das heißt, du kannst ja da auch Anwendungsfälle wieder selber bauen. Das heißt, wenn du Incidents hast vom gleichen Typ, die wählst du jetzt hier aus und kannst sagen, pass auf, hey, das Problem ist gelöst. Na? Vorher musstest du in 5 Tickets reingehen und sagen, das Problem ist gelöst, jetzt kannst du es auf einmal machen. Genau, ich werde es auf jeden Fall verwenden. Das Problem wird ja auf der operativen Ebene sein, in dem Fall. Das heißt, ich würde es dann, wie gesagt, als Admin würde ich da hingehen wollen und sagen wollen, auf der operativen Ebene, sondern das Leute nicht kennen. Aber wir wollen jetzt unsere Zuschauer nicht weiter damit langweilen, wie ihr das im Detail einsetzen würdet. Wir machen mal hier weiter und schauen, was es noch so kann. Next I want to highlight that the very powerful automation for Jira is now available out of the box. You'll find it in Project Settings under Project Automation, which will soon change to just Automation. The former automation will then change to Legacy Automation, and the two will be grouped together for easier configuration. There are a number of rules that will be available out of the box that we'll talk about in this video, but of course the real power comes in making them fit your exact company needs. Ganz kurz, also die sprechen von Automation for Jira. Also ist das nicht nur inkludiert in Jira Software, sondern auch in Jira Service Management in der Cloud? Ja, das ist jetzt ein bisschen Marketing. Um ehrlich zu sein, war Automation auch schon vorher in Service Desk integriert, aber halt selbstständige Lösung. Nicht als vollständig integrierte Lösung, meinst du? Ja, in dem Fall muss man sich ja vorstellen, vorher war Automation, also das Ähnliche, nur in Service Desk drin, also historisch gesehen. Und das Automations for Jira, was als alleinstehende App im Marketplace vorhanden war, ist ja jetzt ja auch vor kurzem komplett integriert worden. Aber die kamen sich so ein bisschen in die Quere, weil beides macht das Gleiche. Im Service Desk ist das Alte mit drin. Also hat da eine Optimierung stattgefunden letztlich? Ja, man konzentriert sich halt auf eins. Es hat vorher halt keinen Sinn gemacht, zwei verschiedene Automatisierungen zu haben. Nichtsdestotrotz brauche ich das alte Automations eigentlich noch, weil es gibt Apps, die dafür dann weitere Aktionen durchführen. Die sind bisher noch nicht in dem neuen Automations drin, deswegen ist es da als Legacy mit drin. Aber das wird sicherlich dann auch in Zukunft kommen und dann hat man eine Plattform, über die man alle Automatisierungen pflegen kann. Okay, schauen wir mal weiter. First up in this section is
the new IT Service Management template. You'll note that when you create a new project, a new template has been added to the Service Project Library, labeled IT Service Management. With this template, you can take advantage of all the new features we'll be reviewing in the Incident and Change sections today. Within the template, the first thing we'll note are the categories here in the upper left. These categories are meant to help group records into the common ITSM areas of Service Request, Incident, Problem, and Change. Within each one, you'll find a subset of queues to further refine each area. You can, of course, customize these to your liking. In order to give a more seamless experience, the area below this section is also being reimagined to aid with moving between the core features of JSM and those powered by Opsgenie, such as alerting and on-call scheduling. Next, we'll take a look at the service registry, where you'll find the capability to define those services that are important to your business. Those services will not just tie all of your work together for easier service management, they are also used to drive the automation for the features that we'll review in Incident and Change Management. In our sample service here, you'll note several configuration areas are under your control, including relationships between services, the tier of the service, which will help drive the risk calculation, the change approvers group, or who is authorized to approve changes for this service, and the repository that is associated to this service, which drives the incident and change capabilities we'll look at later. To those who already have services in Opsgenie, those services will now be unified within the service registry. Ich finde das cool. Wieso findest du es cool? Vorher, wenn wir einem Kunden Jira Service Desk verkauft haben, dann mussten wir immer ein Demosystem aufbauen, auch aus dem Template, und dann Anpassungen durchführen, wie Inside Asset Management integrieren, andere Plugins noch hinzuzufügen, die Workflows anzupassen, dass die wirklich super funktionieren und es auch intuitiv ist. Jetzt, um ehrlich zu sein, brauche ich das nicht mehr. Ich klicke auf den Button, Template, bums, es ist da. Letztlich bedeutet das, wir bieten, also Jira Service Management ist eine direkte Lösung mit ITSM Templates, ne? Ja, ja. Ich meine, im Vergleich zu ServiceNow beispielsweise ist die Einführungszeit auch viel, viel schneller. Also Jira Service Desk war bisher bei unseren Projekten ein bis zwei Monate, je nach Komplexität. Ja, also aber im Prototyp hatten wir meist schon nach einer Woche am Start und dann von da aus verbessern wir das natürlich. ServiceNow liegt bei etwa 4-5 Monaten, ne? Nach dem, was wir recherchiert haben, aber auch erlebt haben. 4-5 Monate für die ähnliche Arbeit, also das macht es um einiges einfacher und noch schneller für uns letztlich, ne? Ja, und man kann sich jetzt auf die wirklichen wichtigen Themen innerhalb des Unternehmens fokussieren. Das heißt, wir sitzen jetzt nicht mehr lange und konfigurieren im Vorfall hinein, sondern können direkt sagen, pass auf, wir müssen hier Change Management betreiben, wir müssen eure alten Tickets vielleicht da reinkriegen, wir müssen die Prozesse anpassen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich gleich auch sehen, das Opsgenie einrichten. Das ist halt Aufwand und da muss man sich auch überlegen, wie macht man das am geschicktesten. Da gibt es auch viele Best Practices, aber das ist auch deutlich einfacher als zuvor. In dem Fall ist ja auch schon direkt eine Best Practice vorgegeben. Das heißt, wir wissen genauso wie jeder andere auch, das hat sich bewährt über die letzten Jahre und es ist nicht so, was wir vorgeben. Sondern ich meine, was der Markt vorgibt. Ja. Genau. Ich meine, wir sind stolz auf das, was wir vorgeben, ich weiß. Aber das heißt nichtsdestotrotz, das ist Aufwand für uns und Aufwand für den Kunden immer wieder. Ja, und was letztlich für die Kundenprojekte, die vor allem dein Team betreut, Michael, bedeutet, wir haben mehr Budget für wichtigere Sachen, um die auszuführen. Dann. Genau, ganz wichtig. We'll take a look at our efforts to streamline initial onboarding and configuration by reimagining the request type configuration, making it easier to see which types are in which categories. The service portal configuration, making it easier to put your request types where you want them and in what groups you want them through a simple drag and drop interface. And knowledge base configuration, where you now have the added capability of linking multiple Confluence spaces as opposed to just one, which will greatly expand the knowledge accessible to your customers and agents. Konnte man bisher nicht immer nur eine Confluence-Ressource angeben, also diese eine Knowledge-Quelle? Richtig. Und jetzt kann man mehrere Knowledge-Bases anknüpfen. Ja, da hatten doch schon einige Kunden diese Anfrage. Ja, ja, gerade wenn du mehrsprachigen Support angeboten hast
Und das kannst nicht die Instanzen in komplett trennen. Ja, und wir haben bisher immer einen sehr umfangreichen Workaround eingebaut. Oh ja. Ja. Wie sah der denn aus? Oh, nicht zu technisch, bitte. Okay, also wir haben ein paar Apps verwendet und mehrere Projekte eingebunden, je nachdem, wie die Anforderung war. Und das Ganze zu verwalten, das ist schon nicht leicht, je nach Anforderung, wie gesagt. Und der Kunde wendet sich schon deshalb immer wieder an uns und wir müssen das letztendlich verwalten, was für beiden Seiten nicht so einfach ist. Dann, ja, nicht optimal ist in dem Fall. Ja, und in dem Fall, ich meine, wir sind jetzt in der Lage, mehrere Wissensdatenbanken einzuknüpfen, das ist perfekt. Mehr wollten wir nie haben, oder? Das war der erste Teil unseres Videos zu Jira Service Management. Wir gönnen uns eine kurze Verschnaufspause und wir sind bald zurück in dem zweiten Teil zu Was kann Jira Service Management jetzt?